Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Ich freue mich, dir heute die erste Solo-Folge präsentieren zu können. Der Podcast heißt ja Mut zum Traum und oft wird mir gesagt, dass ich nach außen sehr, sehr mutig erscheine. Und oft wird es auch verbunden mit der Aussage, du hast doch bestimmt keine Angst oder du hast die Angst überwunden, du hast so viel daran gearbeitet. Darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen, denn um mutig zu sein, muss man meines Erachtens nicht angstfrei sein. Wir sprechen heute darüber, dass man mutig sein kann trotz Angst. Denn auch bei mir, auch wenn ich immer wieder neue Dinge probiere und meinem Herzen folge, was nicht immer auf Zustimmung stößt, auch ich habe Angst. Und ich würde sogar sagen, ich habe täglich Angst. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, wenn wir wissen, wie man mit dieser Angst umgeht. Und dafür gebe ich dir heute ein paar meiner Gedanken. Woher kommt die Angst? Wie gehen wir damit um? Und am Ende dieser Folge wird es auch eine Meditation geben, die du dann zu Hause machen kannst, um deine Angst etwas besser ins Auge sehen zu können. Wie immer freue ich mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes bewertest und abonnierst und mir auch gern per E-Mail Rückmeldung gibst oder über die sozialen Medien, was dir besonders gut gefallen hat, was du aus dieser Folge mitnehmen konntest und auch, wen du dir als Interviewpartner wünschst und welche Themen du gern in diesem Podcast hättest. Und nun viel Spaß beim Hören der Folge Mutig trotz Angst. Wie bereits im Intro erwähnt, glaube ich, dass wir nicht angstfrei sein müssen, um mutig zu sein. Die Angst muss nicht verschwinden, um deinen Herzensweg zu gehen. Ganz im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn wir beginnen, unserem Herzen zu folgen, dass dann viele Ängste auftreten, dass es dann quasi erst so richtig losgeht mit den Ängsten. Denn auf einmal machen wir uns sichtbar, auf einmal tun wir Sachen, die andere Menschen vielleicht nicht tun würden und stoßen damit auf Unverständnis oder sogar auf Ablehnung. Also kommen da erst die richtigen Ängste. Und auch wenn mir immer nachgesagt wird, dass ich mutig meinen Weg gehe, weiß ich auch, dem würde ich auch zustimmen, bin ich nicht angstfrei. Ich schätze, dass ich jeden Tag Angst habe und sogar viel, viel mehr Angst als zu dem Zeitpunkt oder in den Jahren, wo ich meinen Weg nicht gegangen bin, sondern den normalen, in Anführungszeichen, angepassten Weg gegangen bin. Und warum das kein Widerspruch ist, sondern ein durchaus logischer Zusammenhang, das möchte ich dir heute in dieser Folge erzählen. Und ich hoffe, dass du da etwas für dich mitnehmen kannst, um mit deinen Ängsten etwas besser umzugehen. Aber warum haben wir überhaupt Angst? Ich glaube, das Wichtigste, wenn in deinem Leben Ängste auftreten, ist erstmal anzuerkennen, dass diese Angst irgendwann einmal für irgendetwas gut war. Die Angst ist dazu da, um uns vor dummen oder gefährlichen Sachen zu beschützen, um uns in der Sicherheit zu bewahren und damit unser Leben zu retten, im Zweifel. Wenn wir keine Angst hätten, würden wir von einer Klippe runterschauen und sagen, oh, da unten ist aber schönes Meer, da springe ich jetzt mal runter, egal wie tief die Klippe ist. Was das verhindert, ist die Angst. Das heißt, sie ist wirklich durchaus positiv und hat seinen Sinn und hat seinen Zweck. Nun ist es aber so, dass wir uns manche Ängste angeeignet haben, meist unbewusst oder unterbewusst, vor allem in der Kindheit. Und dass die durchaus sinnvoll waren, aber heute nicht mehr sind. Denn als Kind sind wir
viel mehr auf die Hilfe anderer angewiesen und viel schutzloser, als wir es heute sind. Und trotzdem behalten wir diese Ängste bei, weil wir uns sie nie wirklich angucken, sondern ihnen entweder verfallen oder sie unterdrücken. Und dann verändert sich nichts an der Angst. Das heißt, der erste Schritt, wenn die Angst auftritt, ist erstmal zu sehen, liebe Angst, du warst irgendwann mal sinnvoll, danke dafür und jetzt überprüfe ich mal, ob du heute noch sinnvoll bist in meinem Leben. Und dafür ist es ganz gut, wenn wir so die Grundarten von Angst kennen, damit wir das besser einschätzen können. Und Stefan Friedrich, der Gründer von Gedankentanken, nennt immer drei Arten von Angst, denen ich durchaus zustimmen würde. Deswegen gebe ich euch die mal weiter. Und die hat bestimmt nicht er erfunden, sondern die sind so bekannt als die Urängste. Die erste Angst, die wir, glaube ich, alle kennen, ist die Angst vor sozialer Ausgrenzung. Oder auch die Angst vor Ablehnung. Das merken wir relativ häufig im Alltag. Manche lassen diese Angst mehr zu, manche weniger. Aber ausgegrenzt werden aus einer Gemeinschaft, das wollen die wenigsten. Und das hat auch einen Grund. Unser Verhalten wurde ja vor Jahrhunderten, Jahrtausenden geprägt. Und als es noch um das Überleben, um das blanke Überleben ging und wir in Höhlen gewohnt haben, da war es gar nicht gut, wenn wir sozial ausgegrenzt wurden. Denn allein gegen einen Säbelzahntiger kämpfen macht einfach viel weniger Sinn, als in der Gruppe das machen. Und auch als Frau allein auf das Kind aufzupassen, macht viel weniger Sinn als in der Gruppe. Das heißt, wenn wir oder als wir früher sozial ausgegrenzt wurden, gab es wirklich Gefahr für Leib und Seele. Jetzt ist es wichtig, wenn die Angst heute auftritt, sich wieder zu fragen, macht diese Angst heute noch Sinn für mich? Ist es wirklich so wichtig, dass ich mich vor sozialer Ausgrenzung schütze? Und bei wem sollte ich das eigentlich tun? Denn oft ist uns die Meinung wildfremder Personen so wichtig und wir wollen von denen nicht ausgegrenzt werden. Aber macht das wirklich Sinn für dich, für dein Glücklichsein, für dein Leben? Das wäre das, was man sich da fragen könnte. Die zweite Angst, die es gibt, ist die Angst vor Überanstrengung. Irgendwer hat den Tag, habe ich mal auch in einem Podcast gehört, gesagt, dass die Jugend heutzutage so eine eingebaute Burnout-Vermeidungsstrategie hat. Das heißt, wir schützen uns heutzutage sehr, sehr stark gegen Überanstrengung in der Regel. Manchmal auch nicht. Aber auch da war es so, dass wenn es früher ums Jagen ging und man weniger Puste hatte als der Säbelzahntiger, dann war die Gefahr für Leib und Leben auch relativ groß. Womit diese Angst im Alltag heutzutage oft einhergeht, ist dieses Ich kann das nicht und das geht jetzt nicht und das schaffe ich jetzt nicht. Da kann man auch immer mal wieder überprüfen, bin ich jetzt wirklich an meiner Leistungsgrenze oder ist es eine Grenze, die nur in meinem Kopf existiert, aus Angst, dass ich das nicht schaffen könnte. Und es geht gleich über in die dritte Form der Angst und das ist die Angst vor dem Versagen. Das heißt, die Angst, etwas nicht zu schaffen, dass die Angst, etwas zu beginnen und das geht schief, damit auch die Angst vor Ächtung und vor wirklich gravierendem Schaden, nicht nur finanziell, sondern auch körperlich. Und auch hier wieder haben wir früher im Kampf gegen den Säbelzahntiger versagt. Nicht so cool. Ist nicht der Idealzustand, den wir uns wünschen. Und gerade diese Versagensangst, das stelle ich auch bei meinen
Kunden immer wieder fest und natürlich auch bei mir selbst. Diese Versagensangst, die hat oft sehr tiefe Wurzeln, sehr tiefe Glaubenssätze verankert von ich kann das nicht und andere können das besser. Und das wird natürlich durch unser Schulsystem begünstigt, denn wusstest du in der Schulzeit, gerade in der Grundschule, dass dieses Notensystem jetzt ein relativ subjektives System ist, um deine Leistung in einer bestimmten Aufgabe zu beurteilen? Oder hast du das nicht auch etwas auf dich bezogen? Dachtest du nicht auch, dass deine Persönlichkeit bewertet wird? Also wenn ich das jetzt gut mache, bin ich ein guter Schüler, bin ich ein gutes Kind. Wenn ich das nicht gut mache, versage ich. Wir haben in dieser Leistungsgesellschaft immer hohe Anforderungen von außen, aber auch von innen an uns selbst. Und die gilt es auch regelmäßig zu überprüfen und auch mal zu hinterfragen, was wäre denn jetzt wirklich, wenn das schief gehen würde? Was wäre der Worst Case? Und oft, wenn man sich das mal überlegt, vielleicht auch mal aufschreibt, dann merkt man, ah, so schlimm ist die Folge jetzt gar nicht. Also vielleicht verliere ich dann mal ein bisschen Geld, vielleicht verliere ich auch mal meinen Job, aber niemand hier muss wirklich am Hungertuch nagen und sich ums Überleben fürchten, wenn er mal versagt. Und schon gar nicht in so kleinen Aufgaben, wo wir oft diese eingebaute Startschwierigkeit haben, weil wir im Kopf haben, es könnte ja unter Umständen schiefgehen. Also nochmal zusammengefasst, es gibt diese drei Arten von Angst. Angst vor sozialer Ausgrenzung, Angst vor Überanstrengung und Angst vor Versagen. Und bei diesen Geschichten, die ich dir gerade erzählt habe über den Säbelzahntiger, hast du vielleicht schon gemerkt, dass all diese Ängste früher zum gleichen Ergebnis geführt haben. Und das ist das, wo sich jetzt auch die Persönlichkeitsentwicklung mit dem Yoga trifft. Ich bin ja auch Yoga-Lehrer und finde auch den philosophischen Aspekt sehr spannend. Und im Yoga geht man davon aus, dass es eigentlich nur eine Urangst gibt und das ist die Angst vor dem Tod. Das passt gut zu den drei beschriebenen Ängsten, denn soziale Ausgrenzung hat früher zum Tod geführt, Überanstrengung zum Tod und Versagen auch zum Tod. Was heißt das jetzt für dich und für deine Ängste? Wenn du im ersten Schritt festgestellt hast, okay, die Angst war irgendwann mal hilfreich und im zweiten Schritt vielleicht, so ist es in der Regel, festgestellt hast, okay, heute auf die jetzige Situation bezogen ist die Angst jetzt nicht mehr so hilfreich. Es geht jetzt nicht um Gefahr für Körper und Leben. Das heißt eigentlich, würdest du gern trotzdem handeln, trotz dieser Angst? Dann ist oft der Ansatz, ja, ich beseitige jetzt diese Angst. Und ohne dir jetzt die Hoffnung nehmen zu wollen, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir diese Urängste vollständig beseitigen können. Zumindest nicht, wenn wir jetzt nicht gleich im Supermarkt um die Ecke die Erleuchtung finden oder in Indien oder irgendwo. Vielleicht haben diese hocherleuchteten Wesen diese Ängste nicht mehr, aber ich glaube, wir so als Normalsterbliche haben diese Ängste. Was wir aber machen können, wir können bestimmte Schichten dieser Ängste lösen und wir können lernen, trotz Angst zu handeln. Wie mache ich das nun? Wenn du mal an so ganz, in Anführungszeichen, einfache Ängste, ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll, denkst, wie Angst vor Spinnen oder Angst vorm Fliegen, Angst vorm Fahrstuhlfahren, dann sagt man ja oft, du überwindest die Angst, indem du diese Sachen tust. Ja? Wenn ich Angst vor Spinnen habe und in einer kontrollierten Umgebung Kontakt mit Spinnen aufbaue, vielleicht einmal, vielleicht fünfmal, vielleicht zehnmal,
dann merke ich, mein Körper, meine Seele, meine Gedanken, oh, so viel Gefahr geht ja von dieser Spinne gar nicht aus. Und dann sind auf jeden Fall wesentliche Schichten dieser Angst gelöst. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese drei Urängste, die alle auf eine zurückzuführen sind, auch so gelöst werden, dann ist das System nicht mehr so ganz anwendbar. Denn bei der Angst vor dem Tod zu sagen, ja, dann stirb doch mal, dann merkst du, dass es gar nicht so schlimm ist, ja, werden wir alle irgendwann tun und ich glaube, da merken wir, dass es gar nicht so schlimm ist. Aber vielleicht ist das nicht die Strategie, wenn du jetzt noch Bock hast, noch ein bisschen zu leben. Und auch die Angst vor sozialer Ausgrenzung, Überanstrengung und Versagen müssen wir jetzt nicht unbedingt in real herbeiführen, um das zu spüren. Kann man, muss man aber nicht. Und da, um trotzdem Schichten lösen zu können, können wir etwas nutzen, wovon Dr. Joe Dispenza auch immer spricht, nämlich, dass unser Gehirn, wenn wir in einer tiefen Meditation sind und sehr fokussiert, nicht unterscheiden kann, ob die Situation, die wir uns vorstellen, gerade wirklich real passiert oder nur in unserem Kopf. Als ich das erste Mal gehört habe, fand ich das irgendwie ein bisschen strange, aber inzwischen habe ich es auch mehrmals selbst gespürt. Das heißt, wenn wir uns in der Meditation mit der Angst vor sozialer Ausgrenzung konfrontieren, dann können wir in der Meditation durch diese Angst durchgehen. Das ist in der Regel wie so ein Berg, das fängt schwach an und wird dann immer stärker, stärker, stärker und dann wird es wieder schwächer. Und oft ist es halt so, wenn wir klein sind oder auch jetzt als Erwachsene, wenn diese Angst stärker wird, dann ist dieser Punkt, wo wir sie unterdrücken, weil wir denken, wir halten das nicht aus. Wir halten diesen Schmerz nicht aus, wir fallen sofort tot um, wenn wir jetzt diese Angst weiter spüren. Und in der Meditation kann man das mal auch wieder in einer geschützten Umgebung quasi testen und sich mal wirklich dort reinfühlen. Und dann fühlt man es tiefer und tiefer und tiefer. Und irgendwann merkt man, ah, okay, jetzt wird es wieder schwächer und schwächer und schwächer. Und was wir dann tun, wenn wir uns da einmal durchgefühlt haben, dann lösen wir eine Schicht dieser Angst. Das ist in der Regel nicht die einzige, die von dieser speziellen Angst besteht. Es gibt ganz viele Schichten, aber eine haben wir dann schon mal gelöst. Manchmal löst man auch mehrere in einer Meditation, mehrere Schichten. Und diese Schichten, ich sage das immer gern bildlich, das sind wie so Schichten, die sich um dein Herz, um deine Seele drumherum gelegt haben im Laufe der Zeit. Und immer wenn wir eine Schicht mehr wegziehen, dann kann unser Herz mehr strahlen und in unserem Herz ist unsere wahre Essenz, unsere wahre Persönlichkeit ohne Masken, unsere Lebensaufgabe, unser Sinn des Lebens, das ist alles in unserem Herzen gespeichert. Unser Herz kennt den Weg. Das Bauchgefühl kennt den Weg. Die Intuition kennt den Weg. Und indem wir uns durch diese Ängste durchfühlen, nehmen wir eine Schicht weg und dein Herz kann wieder mehr strahlen. Und dieses Strahlen kommt wieder mehr nach außen. Und das ist die Art der Angst, in Anführungszeichen Überwindung, die ich auch in meinen Meditationen immer wieder anwende für mich selbst und die wir als Seelenhausberaterin in den Seelenhausmeditationen auch immer wieder mit den Teilnehmern oder Kunden anwenden. Und das ist manchmal intensiv, ja, aber es ist danach immer ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn wir, nachdem wir in der Meditation die
eine Schicht der Angst aufgelöst haben, schauen, was liegt darunter als Essenz, welches Potenzial, welche Stärke. Und dann lassen wir den Körper das spüren, welche Wahrheit da eigentlich unter der Angst drunter liegt. Denn die Angst ist nur wie ein Wächter über deinem Potenzial. Das heißt jetzt nicht, dass du dich jetzt sofort hinsetzen musst und dich durch deine Angst vor dem Tod durchführen. Kann man machen, muss man aber nicht. Man kann ganz kleine Schritte machen, mit so einer kleinen Angst anfangen, die man so spürt im Alltag, wo du sagst, okay, da merke ich, da habe ich irgendwie so einen Widerstand. Welche Angst liegt da eigentlich drunter? Ja, denn unter den meisten negativen Emotionen liegt irgendwie eine Angst drunter, ganz tief vergraben im Unterbewusstsein. Das muss nicht heißen, dass du das verstandsmäßig erfassen kannst. Das heißt, die Schritte wären, wenn die Angst auftritt, sie erstmal wahrzunehmen als etwas, was einmal sinnvoll war für dich, für dein Leben. Dich dann zu fragen, ist es jetzt in meiner jetzigen Situation noch sinnvoll? Und wenn nicht, die Entscheidung zu treffen, ein Stück dieser Angst jetzt loszulassen. Und dieses Loslassen funktioniert über ganz viele Wege, aber unter anderem über die geführte Meditation, zum Beispiel die Seelenhausmeditation, indem du dich in die Angst reinfühlst bis zum Peak, dann wartest, bis die Ladung wieder abnimmt und dann dahinter das Geschenk entgegennimmst, was das Potenzial repräsentiert, was eigentlich in dir steckt. Und dieses Potenzial kannst du dann fühlen und es fühlt sich in der Regel wahnsinnig toll an. Und wenn du dann das ein paar Mal gefühlt hast und deinem Körper das beigebracht hast, dann spürst du das auch im Alltag immer wieder. Und dann fällt es dir auch leichter, wenn du eine alltägliche Situation hast, wo du vielleicht deine Komfortzone verlässt, wo du etwas Neues tust, wo du zum ersten Mal über das sprichst, was dir wirklich wichtig ist, wo du eine fremde Person ansprichst oder eine Präsentation in der Arbeit hältst oder ein klärendes Gespräch mit einem Familienmitglied suchst. All das sind Situationen, die liegen nicht innerhalb unserer Komfortzone. Aber wenn du diese Schritte kennst, dann kannst du die immer anwenden und dir fällt es auch leichter zu sagen, okay, die Angst ist jetzt da, das ist okay. Aber liebe Angst, ich beschäftige mich später mit dir, jetzt gerade im Moment bist du nicht sinnvoll und ich handle einfach trotzdem, weil du weißt, dass diese Angst kein Zugriff auf dich hat, das heißt keine Macht über dich hat. Und in dem Moment beginnst du aus deinem Herzen zu handeln und die Angst wahrzunehmen, aber dich nicht von ihr steuern zu lassen und vor allem keine wichtigen Schritte von ihr verhindern zu lassen. Und je öfter du das machst, je öfter du aus deiner Komfortzone rausgehst, desto öfter merkst du, dass dieses Heraustreten aus deiner Sicherheitszone, aus dem, was du kennst, aus dem, was du kannst, dass das gar nicht mit so viel Gefahr verbunden ist, wie dir dein Ego oder dein innerer Schweinehund, wie auch immer du das nennen möchtest, immer verkaufen möchte. Der möchte dich gern in der Sicherheit halten und das ist okay. Aber wenn du wachsen möchtest, wenn du deine Träume leben möchtest, wenn du dein Potenzial leben möchtest, dann geh durch diese Angst durch. Geh aus der Komfortzone raus. Mach das. Nutze diese Schritte, nutze die Meditation, das ist wirklich so ein kraftvolles Mittel und sicher findest du auch für dich die richtige Form der Meditation. Und dann probier das einfach aus und schau mal, wie viel Magie da eigentlich drin steckt, wenn du
immer wieder mal einen Schritt aus deiner Komfortzone herausmachst, was da eigentlich alles passiert. Und ich persönlich, ich mache das inzwischen immer, immer wieder. Also wenn ich merke, okay, ich habe den Impuls, etwas zu tun, etwas zu sagen, etwas zu posten und da kommt so eine Angst und ich schaue mir die Angst an und stelle fest, die ist gerade nicht sinnvoll, dann ist das für mich das Zeichen, dass ich das gerade mit Sicherheit und zu 100% tun sollte. Dass genau da der Weg lang geht, um zu wachsen, um beim nächsten Mal noch einen Schritt weiter zu gehen und noch einen Schritt weiter. Und dann fängt es an, richtig, richtig cool zu werden. Und damit das Ganze jetzt nicht nur so theoretisch bleibt für dich, möchte ich dich einladen, eine kurze Meditation mit mir zu machen zum Thema Angst auflösen und das Potenzial entdecken, was sich unter der Angst befindet und darauf wartet, endlich von dir befreit zu werden. Die Meditation kannst du natürlich immer wieder wiederholen, wenn du das Gefühl hast, jetzt bräuchte ich mal wieder Unterstützung bei der Angst. Und wenn du Themen hast, die richtig groß sind, dann such dir auch gern persönliche Unterstützung. Entweder durch mich, durch meine Kolleginnen, die anderen Seelenhausberaterinnen, durch Hypnosetherapeuten. Ich bin mir sicher, du findest irgendeine Art von Unterstützung, die genau für dich passt und wo deine Intuition sagt, ja. Okay, das ist es. Und dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der Meditation und schreib mir gern dein Feedback, wie es dir ging, wie du dich gefühlt hast und was da für dich heute drin war. Hab's ganz fein und bis ganz bald. Sei mutig, wild und frei. Deine Victoria. Finde für die nächsten Augenblicke eine ganz bequeme und aufrechte Sitzposition. Spür mal in dich rein, wie du deine Hände, Arme, Beine und Füße platzieren möchtest. Ob du dich vielleicht anlehnen möchtest, mach es dir ganz bequem. Du kannst auch gerne diese Aufnahme stoppen, dir erstmal die bequeme Position suchen und sie dann wieder starten. Und wenn du deine Position gefunden hast, dann schließe deine Augen. Beginne tiefer zu atmen. Atme wesentlich langsamer und entspannter als im Alltag. Schicke deine Einatmung zu deinem Herzen hin und atme auch aus dem Herzen aus. Atme tief in dein Herz ein. Und aus deinem Herzen aus. Tief in dein Herz ein. Und aus deinem Herzen aus. Und dann atme Klarheit in dein Herz ein. Und jegliche Verwirrung aus. Klarheit ein. Und Verwirrung aus. Noch einmal Klarheit tief in dein Herz ein und jegliche Verwirrung aus. Bring dein ganzes Bewusstsein, deine ganze Aufmerksamkeit in dein Herzraum.
dort, wo du deine Energie hinhaben willst, sendest du deine Aufmerksamkeit hin. Also bring den ganzen Fokus in dein Herz. Jegliche Aufmerksamkeit, die noch im Kopf ist, lässt du ganz sanft nach unten sinken. In dein Herz. Spüre, wie allein dadurch dein Herz größer wird, weiter, weicher. Und spüre die Wellenbewegung deines Atems in deinem Herzen. Lass es sich ausdehnen. Und dann lass vor deinem geistigen Auge das Bild auftauchen, das dir zeigt, dass dein Herz verbunden ist mit der Erde, dass du über dein Herz verbunden bist mit der Erde. Ganz tief verankert, tief verwurzelt. Lass es so auftauchen, wie es sich dir heute zeigt. Deine Verbindung mit der Erde. Und spüre die Stabilität, die du erhältst, wenn du dich mit der Erde verbindest. Wenn du dich erdest. Lass dir dann auch das Bild zeigen, wie du mit dem Himmel, mit dem Universum verbunden bist. Dein Herz als Verbindung zum Universum. Richte deine Aufmerksamkeit nach oben und wähle es, dich mit dieser höheren Macht zu verbinden. Und dann spüre, was es in deinem Herzen macht, wenn es nach unten und nach oben verbunden ist. Spüre, was in dir geschieht, wenn du mit deinem Herzen verbunden bist. Lass dein Herz ganz groß werden, weit, ohne Grenzen. Öffne dein Herz für dich, für die Verbindung nach unten und für die Verbindung nach oben. Und mit dieser stabilen Verbindung machst du einen Raumsprung aus deinem Herzen heraus in das Wohnzimmer deines Seelenhauses. Das Seelenhaus ist ein Teil deiner Persönlichkeit, der dich heute unterstützt. Und du musst nicht wissen, wie es aussieht. Du musst auch nicht wissen, wie dieses Wohnzimmer aussieht. Entscheide für dich innerlich, ich möchte jetzt in das Wohnzimmer meines Seelenhauses springen. Und dann sieh, welche Bilder vor deinem geistigen Auge auftauchen. Sieh, wie dieses Wohnzimmer aussieht. Und fühle, wie es dir geht. Und für heute sieh dich um und sieh, wo im Raum sich der Kamin befindet.
In jedem Seelenhauswohnzimmer befindet sich ein Kamin. Schau ganz genau hin und sieh diesen Kamin. Entscheide dich dafür, ihn sehen zu wollen. Und dann beobachte ganz genau, ob in diesem Kamin ein Feuer brennt. Wenn dort kein Feuer brennen sollte, dann bitte den Himmel, das Universum darum, das Feuer zu entzünden. Und sieh, wie es sogleich anfängt zu brennen. Das Feuer der Liebe, das Feuer der Transformation. Richte deine ganze Aufmerksamkeit auf dieses Feuer. Und dann hier im Wohnzimmer deines Seelenhauses erinnere dich an die Angst, die dich zuletzt so beschäftigt hat. Oder an die Angst, die immer wieder auftaucht. Ist es die Angst, alleine zu sein, die Angst zu versagen? Die Angst vor Ablehnung, die Angst, etwas nicht zu schaffen, die Angst, jemanden oder etwas zu verlieren. Spüre, welche Angst es ist, die dich umtreibt. Und dann erkenne diese Angst an als Teil von dir. Diese Angst bist nicht du, sie ist nur ein Teil von dir. Und sie war irgendwann einmal hilfreich. Und dann entscheide dich in deinem Inneren, heute eine Schicht dieser Angst loszulassen, damit sie nicht länger Kontrolle über dich hat. Öffne dafür dein Herz für diese Angst. Trau dich, mach auf, fühle sie. Und spüre, wo in deinem Körper diese Angst am meisten spürbar ist. Welche Körperstelle fühlst du oder hörst du oder siehst du? Wo sitzt diese Angst? Und wenn diese Angst eine Farbe hätte, welche wäre das? Traue auch hier dem ersten Impuls. Welche Farbe hätte diese Angst? Und wenn diese Angst eine Form hätte, welche Form hätte sie? Und wenn diese Angst aus einem bestimmten Material wäre, welches Material wäre das? Welche Konsistenz hätte diese Angst? Spüre das. Und wenn diese Angst eine Form hätte, welche Form wäre das? Und dann sieh genau diese Form aus diesem Material mit dieser Farbe an der Körperstelle, die du gefühlt hast. Diese Form, die die Angst repräsentiert.
geh mit deiner ganzen Aufmerksamkeit in diese Form hinein. Spüre so noch mehr diese Angst. Tiefer und tiefer zum Zwecke deiner Heilung und Bewusstseinserweiterung. Öffne dein Herz für diese Angst. Um das noch mehr fühlen zu können, lass dich gern durch Bilder unterstützen, die vor deinem inneren Auge auftauchen, die diese Angst unterstützen. Entscheide dich, diese Angst jetzt zu fühlen, damit sie dich im Alltag nicht mehr kontrollieren kann. Wovor hast du Angst? Von welcher Angst lässt du dich zurückhalten? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Fühle das. Lass es zu. Öffne dein Herz. Und dann, wenn du es richtig tief fühlst, entscheide dich, diese Angst hier und jetzt loszulassen. Sie nicht länger über dich bestimmen zu lassen. Wiederhole das in dir. Ich entscheide mich, diese Angst jetzt loszulassen. Diese Sucht nach dieser Angst zu lösen. Und mit deiner kraftvollen Entscheidung nimm mit deinen geistigen Händen die Form mit genau der Farbe, der Konsistenz aus dieser Körperstelle heraus und wirf diese Form in das Feuer der Liebe. Entscheide dich, diese Angst jetzt loszulassen, indem du sie in das Feuer der Liebe wirfst. Denk nicht zu viel drüber nach, lass die Bilder einfach vor deinem inneren Auge entstehen. Wirf diese Form ins Feuer. Und bitte den Himmel und die Erde, diese Angst und alles, was damit verbunden ist, jetzt in die Wahrheit zu transformieren. Und sieh, wie sich diese Form, die die Angst repräsentiert, im Feuer auflöst. Wie sie verbrennt. Sieh zu, wie sie sich auflöst. Wie du loslassen kannst. Bring deine ganze Aufmerksamkeit in dein Herz. Spüre in deinen Körper hinein, spüre die Auswirkungen, wenn du diese Angst loslässt, wenn du sie aus deinem Körper herausnimmst. Ganzer Fokus in deinem Herzen. Und weil das Universum möchte, dass du dein volles Potenzial lebst und dich nicht von diesen Ängsten zurückhalten lässt, belohnt er deinen Mut und deine Bereitschaft, die du gezeigt hast, indem du dich mit dieser Angst konfrontiert hast, dadurch, dass im Feuer nun ein Geschenk für dich auftaucht, eine Belohnung. Und dieses Geschenk kann alles sein, eine Farbe, eine Form, ein Wort, ein Gegenstand, ein Geräusch, ein Wort. Beschränke dich nicht, sondern sieh einfach,
was vor deinem geistigen Auge jetzt als Geschenk aus dem Feuer auftaucht. Und traue auch hier deinem ersten Impuls. Und dann nimm dieses Geschenk in deine geistigen Hände und fühle. Fühle, was du mit diesem Geschenk verbindest. Welches Gefühl löst es in dir aus? Welche positive Seite, die die Angst bisher versteckt hat? Was bekommst du dafür, wenn du die Angst loslässt? Was ist das Geschenk? Fühle das. Fühle das Positive, das Helle, das Leichte. Und dann nimm dieses Geschenk und bring es mit deinen geistigen Händen genau an die Körperstelle, an der vorher die Angst saß. Bring es in deinen Körper ein. Und lass zu, dass sich das positive Gefühl in dieser Körperstelle verankert. Lehre deinem Körper, wie sich das anfühlt, was entsteht, wenn du die Angst loslässt, wie sich das Geschenk anfühlt. Und von dieser Körperstelle aus lass sich dieses Gefühl in deinen ganzen Körper ausbreiten. Lass es ausfließen in jede Zelle, jedes Organ, jedes Körperteil. Dein ganzer Körper ist geflutet von diesem positiven Gefühl. Von der großen Zehe bis zur Kopfkrone. Fühle das. Lass es deinen Körper spüren. Lass es ihn aufzeichnen, damit er es im Alltag wieder abrufen kann. Und dann lass ich dieses Gefühl über deine Körpergrenzen hinweg ausbreiten, in dieses Wohnzimmer deines Seelenhauses und über das Wohnzimmer hinaus. Lass dieses Gefühl immer größer werden. Strahle. Und fühle, wie es dir damit geht. Was sich verändert hat. Und dann mach wieder einen Raumsprung aus deinem Wohnzimmer hinaus in deinen Herzraum, in deinen physischen Herzraum. Und spüre auch hier nochmal ganz deutlich dieses positive Gefühl, was mit dem Geschenk verbunden ist. Und dann bedank dich bei dir selbst für deinen Mut, für deine Bereitschaft, dich heute deiner Angst zu stellen und diese Angst loszulassen. Bedank dich bei dir, deinem Herzen und deiner Seele. Und spüre, wie viel Kraft in dir steckt. Gib dir das Versprechen, ab heute etwas mehr von deinem Strahlen in die Welt zu bringen. Und dann atme noch einmal tief in dein Herz ein und aus deinem Herzen aus. Und komm in deinem Tempo wieder ganz zurück
ins Hier und Jetzt.